Sag mal. Wenn hier irgendwas schiefläuft, ja, mache ich dich dafür verantwortlich. Das ist verständlich, aber du sollst mal die Lieferung losschicken, du Doofkopf. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, Macht die hier noch was? Genau. Ulele. Ukulele. Wenn hier irgendwas... Ich will noch, dass du die... Ich hab dem Doktor die Goldbrocken gegeben, oder nicht? Wir reden später. Johnnys Plan. Aber das habe ich dem doch gegeben, oder nicht? Will ich nicht. Ich hab dem doch mit Goldzeug da. Wenn hier irgendwas schief läuft, mach. Ja, wie jetzt? Das sieht. Was? Das sieht hier nicht gern. Aber wir sind ja auch schon wieder weg. Ja, ich hab doch die Lieferung, das Lieferungszeug fertig. Geht's dir jetzt besser? Ich bin fertig mit dir, Gucho. Verschwinde und komm nicht wieder. Beleidigt die Leberwurst. Zeig mir, oder muss die mir das beibringen, oder was? Zeig mir, wie ich Voodoo-Zepter baue. Es waren die Tivas selbst, die unseren Ahnen gezeigt haben, wie man Voodoo nutzen kann. Das alte Wissen wurde aufgeschrieben und seitdem immer weitergegeben. Ja. Was steht in den Aufzeichnungen? Neben den Materialien sind dort vor allem auch die Rituale aufgeführt, die dem Zepter Kraft geben. Um ein Zepter zu bauen, brauchst du diese Baupläne. Ja. Das ist, Dafür bin ich nicht gut genug. Ja. Unterrichte mich in der schwarzen Magie. Ja, schwarze Magie. Je besser du dich mit schwarzer Magie auskennst, desto wirksamer kannst du dein Zepter einsetzen. Ich werde dir die alten geheimen Formeln beibringen, die deine Magie stärker machen. Sie sind geheim und du darfst sie nicht weitergeben. Na gut. Vielleicht jetzt? Wir reden später weiter. Was? Ach so. Wims Verflitzer. Ach so. Hunger, 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 Hunger. Okay. Da muss ich erst mit der Chani gesprochen haben, wie es aussieht. Wenn hier irgendwas schief. Och nee, was ist das denn jetzt? Mach mich. Ich bin noch nicht gut. Rüstenheit 5. Boah. Nee. So geil bin ich dann doch nicht drauf. Es gibt Typen, die sind wegen sowas verprügelt worden. Ja, hier aber nicht. Ach.
ins Mittagsschläfchen gehalten. Wenn hier. Hey, aber. Was muss ich denn jetzt machen, damit der die Lieferung da losschickt? Geh! Yalla, yalla! Yalla, yalla! Geh nochmal zu den, Sammlerinnen hier. Ist das eine andere? Hey. Ah, oh, gut so. Eine andere. Und, hast du schon was gefunden? Chi, der Fluss schenkt uns Gold. Ich soll das Zeug für Slick einsammeln. Chi, Onopasavi. 7 goldene Steine kann ich dir geben. Nette Ausbeute. Gut. Vielleicht schaut es ja jetzt hin. Die habe ich mal wieder übersehen. Lohnt sich also echt, schon mal zu denselben Orten zurückzugehen. So, mal sehen, ob ich jetzt hier... der jetzt was anderes erzählt. Das war nicht wieder nicht. Ah. Die Ausbeute war ziemlich dürftig. Ja. 7 Brocken. Sehr gut. Die wollen gar nicht alle zu Crow. Aha. Ein paar wollen lieber hier bei mir bleiben. Haben die Molukken dir Ärger gemacht? Nee. Eigentlich nicht. Das will ich ihnen auch raten. Faules Pack. Ja. Gibt's auch eine Belohnung für mich? Warte mal. Also, abgesehen von einem Haufen Goldstücke... Mhm. Rate mal. Einen legendären Gegenstand vielleicht. Jetzt pass mal auf, Kleiner. Du kriegst hier gar nichts. Ich hab gesagt, hey. Ich rede mit Crow. Und wenn du mir nicht auf den Sack gehst, dann werde ich das auch machen. Wann? Wann willst du das machen, Slick? Entspann dich, Junge. Uns geht's doch gut hier. Wir kriegen, was wir wollen. Das reicht mir nicht. Ich will zu Crow. Ach, Crow. Der läuft schon nicht weg. Schnapp dir eine der Frauen und amüsier dich. Ich glaube, die Chani hat ein Auge auf dich geworfen. Naja. Frage ist, aber hier... Ja, du. Wann bringst du mich zu Crow? Also. Ich sagte doch, er heißt Captain Crow. Also mach langsam, Junge. Erstmal muss Jim nüchtern werden. Dann bringt er die Beute zum Tempel. Und dann kümmern wir uns um dich. Also ruh dich aus und schieb dir was Gegrilltes zwischen die Zähne. Und komm nicht auf die Idee, allein zum Tempel zu gehen. Solange die dich nicht kennen, bist du ein Feind. Ja. Okay. Wenn du das sagst. Charlie-Line. Ist der Haarknoten. Hier ist der Haarknoten von Jim. Sehr gut. Das wird reichen. So, und jetzt... Wie erschaffe ich eine Voodoo-Puppe? Die Puppen erschaffen die Kiki. Verschwende deine Zeit nicht mit Handarbeit. Doch eine solche Puppe ist noch nicht bereit für Voodoo. Benutze den Voodoo-Altar. Gib ihr dort Augen und Zähne, die du von Tieren bekommst. Und gib ihr einen Stein aus Jade für den Geist. Das Wichtigste ist etwas vom Körper des Ziels. Ein Tropfen Blut oder ein Haar. Es muss nicht viel sein. Und das ist alles? Chi, das ist alles. Machen wir doch mal. Ups, da steht was verbrauchen. Jadestein, Zähne, Auge, Voodoo-Puppe. Lass uns. So. Eine Voodoo-Puppe. Kaufen wir erstmal eine. Ein Auge. Einmal Zahn. Jetzt brauche ich noch ein Jade. Dings, wo kriege ich das denn her?
Ich habe doch vorhin noch irgendwas jademäßiges verkauft. Goldbrocken. Bleib nicht bei ihr. Fehlt noch der Jadestein. Krieg ich den denn mal her jetzt? Den hatten wir. Lass uns handeln. Kauft ihr sowas nicht hier? Ja, der Ring. Noch schwer bedanken. Ich hatte doch vorhin. Wie habe ich das denn vertickt? Vielleicht ist er in der Truhe. Ich bin schon weg, schon weg. Sheku! Was? Gesundheit? Hoshi, Tawonga. Okay. Liegt echt in der Reihenfolge. Du nimmst, was uns gehört. Das war doch keine Absicht. Reißen Sie das Herz heraus! Schade. Nee. Nee. Wollen uns jetzt hier nicht mit denen anlegen, ne? Das lassen wir mal. So. Muss ich hier wieder Zeugs kaufen? Lass uns ha. Rote Püppchen. Ein Auge. Zähne. Ich hab da so eine Idee. Ups. Zack. Vielleicht habe ich der das auch verkauft. Das kann natürlich lass uns handeln. Gut möglich sein. Jawohl. Wunderbar. Läuft doch. Jetzt können wir auch hier unser Püppchen bauen. Jetzt nehmen wir uns das Püppchen und bauen ein Püppchen. So. Was? Puppe herstellen wird benötigt. Hier ist der Hack. Sehr. So. Ach, das habe ich ja noch nicht gelernt, weil ich neu geladen habe. Gib ihr das. Und das? Ja. So. Hätten wir. Und jetzt? Ich hab jetzt die Puppe für Jim. Gut. Dann geh jetzt rüber zu ihm. Stelle dich einfach vor ihn und benutze sie.